Die Wahl fiel auf Levante Crema, matt patiniert, weil der Stein einfach diese Ausstrahlung für uns, für mich hatte. Es war so ein breiter Konsens, dass wir diesen Stein wollen. Die Art, die Ausstrahlung, die der Stein hat, ist einfach fein. Es geht dann auch über von den normalen Steinplatten, Bodenplatten auf die Stufen. Und die Kombination dann mit den geraden Flächen, den Bodenflächen und den Stufen ist was Außergewöhnliches, schön. Die Verlegung war perfekt, hat gut funktioniert. Wir haben, glaube ich, 40er Bahnen genommen, auch von der Verlegung her, damit es auch zu der Größe dieser Flächen, der es doch größere Flächen sind, irgendwie passt. Die Steine oder der Steinboden ist eben dort gewählt worden, wo wir auch eine höhere Frequenz haben, wo dann auch eine bestimmte Widerstandsfähigkeit und Schmutzunempfindlichkeit notwendig ist. Das ist der Eingangsbereich vorne im Foyer, die Stufen rauf und im oberen Bereich auch wieder im Foyer vor den Büros. Und was wir auch noch haben, ist dieser relativ große Sozial-Restaurantbereich, Schulungsraum. Auch dort haben wir den Stein gewählt. Also und die Qualität des Hauses sollte drinnen eigentlich erst zum Tragen kommen. Also wenn man reinkommt, dass man sich wohlfühlt. Ja, und das haben wir geschafft. Die Rückkopplung vieler, vieler Leute hat mir das bestätigt. Jetzt kann man sagen, wahrscheinlich wegen dem Stein. Schubert Stone ist für uns, für mich, oder ich habe so kennengelernt, engagiert, habe ich im Verkaufsprozess so festgestellt. Dann wohl auch kompetent, auch die Kompetenz habe ich gespürt im Verlauf des Kaufprozesses. Auch die Verlässlichkeit habe ich erleben dürfen. Ja, ist fein und was besonders schön ist, das sind eigentlich die Slogans der Firma GTEC, der GTEC-Gruppe. Auch wir sind engagiert, kompetent, verlässlich und daher erfolgreich. Und Schubert Stone wohl auch.